Die Sicherheitsmassnahmen wegen Tina Turner Hochzeit sperrt die Polizei einen Teil vom Zürichsee. Für die Hochzeit vom Jahr wird ein Teil vom Zürichseemond zum Sperrgebiet. Schaulustige und Journalisten, die die Küsnacht vom Wasser aus zuschauen wollen, wie Tina Turner heiratet, werden so auf Abstand gehalten. Immer wieder betont Tina Turner, wie gern sie in der Schweiz lebe, weil man sie da so freundlich und zurückhaltend behandle. Für den schönsten Tag in ihrem Leben braucht es aber offenbar doch spezielle Sicherheitsmassnahmen. Es berichtet Andi Merki und Sarah-Lena Weber. So nahe kann die Villa von Tina Turner kommt kein Reporter-Team mehr. Der in Zürich zeigt gestern exklusiv, wie ein Hochzeitsfest im Garten aufgebaut wird. Dem schiebt die C-Polizei jetzt einen Riegel, oder besser gesagt eine Boje. Während Tina Turner und ihr Mann Erwin Bach den Hochzeitswalzer tanzt, sorgt die Polizei auf dem See für Ordnung. Weil man muss davon ausgehen, dass sich in diesem Bereich morgen sehr viele Schiffe werden aufhalten, hat die Kantonspolizei Zürich eine Sperre von der Seefläche auf einer Grösse von 50 bis 100 Meter verfügt. Die Sperre gilt für Schwimmer wie auch für den Schiffsverkehr. Gelbe Bojen sperren morgen Nachmittag bis in die Nacht in den Bereich vor der Villa ab. Die Kantonspolizei Zürich betont, dass die Sperre nicht auf Wunsch von Tina Turner aufgestellt wird, sondern dass es sich um eine Vorsichtsmassnahme von der Polizei handelt. Die wird vor Ort präsent sein und bei einer Übertretung auch durchgreifen. Personen, die sich nicht daran halten, müssen damit rechnen, dass sie verzeigt werden. Dass es morgen eng wird auf dem See, glaubt auch Beat Lang. Im Wassertaxi haben schon diverse Paparazzi angerufen. Ja, man spürt schon, man hat natürlich gewisse Anfragen gehabt. Wir sind aus Deutschland und aus Italien angefragt worden, ob wir da vor dem Haus von der Tina durchfahren und Fotos machen. Ein paar Fans, die heute schon bei der Villa schauen, finden die außerordentliche Absperrung legitim. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Für einen halben Tag das abzusperren, ist jetzt kein Problem. Ich habe nicht vor, morgen in dieser 100-Meter-Zone zu fahren. Und darum kann ich relativ gut leben mit dem. Ja. Ich finde es für einen Tag, für die Hochzeit, okay, wenn es ein Grundstück ist, das direkt am See liegt, dass man da so eine gewisse Zone hat. Nicht gesperrt wird die C-Strasse. Von da aus gibt es zwar keinen Blick auf das Hochzeitskleid von Tina Turner, dafür aber fahren die Limousinen der Stars vor, die direkt vom Hotel Dolder kommen. Ein Verkehrskollaps befürchtet der Gemeindepräsident von Küsnacht wegen dem nicht. Die Limousinen werden zufahren und die Gäste ausladen und dann wieder wegfahren. Das ist, können Sie sich vorstellen, wie beim Hotel Sonne beispielsweise. Da hat es auch Gäste, die kommen und gehen, und wegen dem tun wir die Strasse nicht zu. Ob das tatsächlich so flüssig läuft, wie man sich das vorstellt, zeigt sich morgen Abend. Tele Zürich berichtet morgen in den News ab 6 Uhr natürlich umfassend über das grosse Promi-Hochzeit mit Live-Schaltungen vor Ort.